Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Code Veronica X und sonst nix. So, ich gebe zu und ich sage direkt, diesen Part versuche ich gerade nicht zum ersten Mal aufzunehmen. Aber jetzt kommt hier doch eine etwas haarigere Stelle. Nicht nur eine, jetzt kommen sogar eine ganze Reihe, die mich das ein oder andere Leben schon gekostet hat. Und ich wollte euch hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sterben an der einen und derselben Stelle ersparen. So, ich habe mir jetzt eine Strategie überlegt, ob die funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es einfach mal ausprobieren, aber wir bereiten uns etwas vor. Wir haben ja diese drei Ausweise, alles gut und schön. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir wieder zurück in die Trainingsanlage kommen. Und ich sage sofort, da erwartet uns ein Empfangskomitee vor dem Gebäude. So. Was es genau ist, da hülle ich mal den Mantel des Schweigens drüber. Weil, das sage ich euch noch nicht, das verrate ich euch noch nicht, aber wir nehmen jetzt etwas Heilung mit und wir heilen uns auch einmal. Ich überlege, die zwei Kräuter hier zusammen zu pappen, weil wir sind auf Gelb. Soweit ist das nämlich hier alles schon bekannt. Wir sind auf Gelb, aber ich denke mal, wir sind ein unteres Gelb. Denn leider hält der Chris im Moment nicht viel aus. Deshalb würde ich sagen, wir kombinieren das damit und pfeifen uns das mal rein. So, dann sind wir nämlich wieder gut. Dann haben wir auch da wieder was Tutti Frutti und zwar mal volle Heilung dabei. Ja, das hier sieht nicht mehr so toll aus. Das Problem ist, alles was wir haben, hat nichts mit den Waffen zu tun, die wir auch wirklich dabei haben. Außer hier diese Calico. Aber Pfeile haben wir eben die Armbrust nicht für. Sturmgewehr haben wir auch noch nicht gefunden. Und ja, der Granatwerfer ist auch leider im Moment nicht vorhanden. So, wir nehmen einmal ein Farbband mit, denn das werden wir nachher brauchen, denn ich möchte nachher abspeichern. Die Sache, ob das klappt, kann ich euch jetzt nicht versprechen. Aber es ist jetzt eine Strategie, die ich mir überlegt habe. Die habe ich mir zusammenklamüsert mit dem andauernd hier an derselben Stelle oder an zwei Stellen zu verrecken. Wollte ich euch ersparen. Das war jetzt wirklich eine halbe Stunde, wo ich es versucht habe. Wir machen es jetzt so. Wir haben uns einmal geheilt, wir steigen in den Aufzug und ich sage sofort, wir haben da oben ein ganz tolles Empfangskomitee. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich mich bei diesem voll gefreut habe, weil jetzt gibt es auch noch eine Upgrade-Version davon. Und ihr werdet es gleich sehen. Ich denke mal, alle, die das Spiel kennen, wissen, was jetzt für eine Stelle kommt und wer da auf uns wartet. Ich sage nur Überraschung. Wir laufen auch sofort los, sage ich auch direkt. Wir werden hier nicht kämpfen, also da, nö, sparen wir uns. Ich will hoffen, dass es gut geht. Ich sage ja nicht ausprobiert, das war jetzt nur Theorie. Wir laufen los. Uah. Genau, das sind nämlich zwei blöde Hunter, die uns jetzt hier auch noch schön von der Tür abhalten, was ich auch geil finde, wenn die einen, die können einen total gut abdrängen. Ihr habt das gerade gesehen, da kommst du nicht durch. Die drängen dich einfach ab. So, jetzt sind wir zwar angeschlagen. Ach, wir sind auch noch vergiftet? Okay, das ist auch neu. Ja, das ist neu, dass die einen vergiften können. Das heißt, das ist ja wirklich ihr Hunter Action 2.0. Ja, schön. Wir sind vergiftet. Wir haben aber jetzt kein Gegengift dabei. Ich will hoffen, dass Chris nicht aus den Latschen kippt. Ich weiß aber, dass gleich einmal Gegengift irgendwo auf uns wartet. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Aber das, ich will hoffen, bis dahin schaffen wir es. Okay. Jetzt schlurft er nur noch. Naja, hopp oder top. Weil einmal volle Heilung geht eh drauf. Mal gucken, wie lang das Gift braucht, um Chris dahin zu raffen. So, wir müssen hier runter. Weil jetzt einmal zurück in den Aufzug, um Gegengift zu nehmen, kannst du auch knicken. Also, dass die einen vergiften, ist mir jetzt auch komplett neu. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht einmal. So, weil wir müssen ja hier unten durch den Keller zu diesem Diorama. Weil den direkten Weg konnten wir jetzt hier leider ja nicht nehmen. Sonst wäre ich ja direkt durchgelaufen Richtung Panzer. Aber das geht ja hier alles bei Chrissy Boy nicht. Ja, die Bewegungen werden immer träger. Ja, sehr schön.
nee, hier bleibt dir echt nichts erspart. Also ich muss auch sagen, dass hier bei Chris gefühlt der Schwierigkeitsgrad hochgeschnellt ist. Also bei Claire hat man so eine Kurve gehabt, die ging natürlich immer hoch. Das ist klar, Resident Evil wird zum Schluss immer schwerer. Das ist auch völlig normal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl seit Chris, dass das hier doch sehr zugenommen hat, der Schwierigkeitsgrad. Aber das war ja auch schon im ersten Teil so. Da hat der Chris ja komischerweise nicht so viel ausgehalten wie Jill. Bei dem Chris haben die immer mehr Damage gemacht. Das hatte ich ja auch schon bei meinem Let's Play auch gesagt. So, was wir machen werden, wir werden hier die drei Ausweise einsetzen. So. Weil ich könnte jetzt natürlich versuchen, dem Chris hier einmal volle Heilung reinzuballern, hier das Halsspray, aber erfahrungsgemäß heilen die Vergiftungen nicht. Also schenken wir uns das. So. Wir werden jetzt auch einmal abspeichern. So, jetzt haben wir hier einen Hebel, den werden wir umlegen. Dann haben wir dahinter haben wir einmal Heilung und zwei Schrotgewehrmuni. So weit bin ich auch schon gekommen. Dann, das war die mit den Hunter vorne die erste Stelle, wo ich bestimmt 4 oder 5 Mal verreckt bin. So, wir speichern jetzt mal ab in der Hoffnung, dass das jetzt hier nicht den Spielstand zerstört, wenn der Chris jetzt direkt danach umkippt, weil dann können wir halt eh nicht reißen. Aber dann ist es ja nicht schlimm, dann können wir uns den 28. Spielstand nochmal neu laden und dann überschreiben wir den halt einfach nochmal. Da können wir uns ja immer kreativ auslassen, das finde ich ja ganz töfte. Da bin ich keine Ahnung, wie oft gestorben und wenn ich es dann mal geschafft hatte... nein, Moment. Wenn ich es dann doch mal hinbekommen habe. Also die Zeit nehmen wir uns jetzt hier, das nur aufzunehmen. Wenn ich es dann hinbekommen habe, eben doch die Hunter halbwegs. Weil ein Schlag hat immer gesessen. Halbwegs zu überstehen, kam dann hier gleich nämlich eine Stelle, die ganz lustig ist. Sage ich auch direkt. Und danach kommt noch eine. Man hört es schon am Herzschlag. Es wird lustig. Und dann kommt noch eine. Und die letzte, die ist wirklich käsig. So, deshalb hier auch nochmal gespeichert. So, hier einmal Spinni. So, und nicht nur einmal Spinni, sondern wir haben hier zweimal Spinni. So, wir haben da Heilung. So, und ich kann mit euch wetten, wenn die uns jetzt einmal angreifen, sind wir sofort im Eimer. So, und los. Ja, und Chris ist tot. Schön. Das heißt, da müssen wir eine andere Strategie fahren. Ist aber nicht schlimm. Wir laden automatisch den Spielstand neu. Ich sage, der ist jetzt hier wirklich ein bisschen heftig. So, das heißt, wir dürfen jetzt nicht nochmal verletzt werden. Wir könnten uns natürlich jetzt hier einen Heilkraut reinpfeifen. Oder uns einmal voll heilen. Nur das Problem ist, Chris ist vergiftet. Das heißt, unsere Gesundheit geht eh runter. Was mich aber wundert, dass der immer noch steht. Also das Gift scheint ihn nicht sofort umzubringen. Das hatte ich eigentlich bei den anderen Resis immer anders im Gefühl, dass das Gift einen ziemlich schnell verrecken lässt. So, da haben wir hier nur einmal Heilung normal und einmal Granatmunition. Die lass mal stehen. Wir laufen jetzt einfach sofort an den vorbei. Ich will hoffen, der Chris ist schnell genug. Weil einmal angegriffen, stehst du da. So, wir laufen los. Wir laufen los. Okay, ja, laufen ist das jetzt nicht unbedingt, aber wir gehen los. Komm, Chrissy Boy. Du schaffst es. Ja, komm, du schaffst es. Du bist tight. Jawoll. So. Problem ist, da unten ist jetzt der nächste Bereich, aber ich weiß, dass da unten blaue Heilkräuter stehen. So, ich meine, hier werden nämlich auch nochmal Spinnen, oder? Obwohl, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. So, Chrissy, genau. So hätten wir das nämlich. Und bevor wir hier gleich doch noch die Grätsche machen, kombinieren, weil im Menü ist, wäre mir neu, dass der Charakter stirbt. Da bleibt ja eigentlich die Zeit stehen. Was auf einer Quatsch ist, aber ist egal. Wir wollen ja jetzt hier nicht mit Logik und bei einem Videospiel und gerade bei Resident Evil anfangen. So, wir haben hier einmal so und so. Wir sind jetzt Tutti Frutti, sehr schön. Jetzt haben wir hier noch einmal ein einzelnes Heilkraut. Können wir uns nämlich auch nochmal volle Heilung zusammenbasteln, denn ich glaube, die werden wir nämlich brauchen, denn jetzt habe ich keine Strategie. Gebe ich zu. So, jetzt kommt keine Strategie, weil ich keine Ahnung habe, wie ich den bezwingen soll.
denn da ist die Platte und gleich werden wir erfahren, wer diese beschützt. Genau dieses irgendwas, wie hieß es nochmal? Adi-Bums-Dingsbums da hier. So, das Problem ist bei diesem Vieh, dass es sich die ganze Zeit um die Metallplatte aufhält und nicht uns den Gefallen tut, zu uns zu kommen. Dann könnte man den ja schön hier mit Blei voll pumpen. Das macht das blöde Vieh aber nicht. So, das ist das Problem. Und bis jetzt habe ich so außer reinspringen und sterben nichts hingekriegt. Ist aber auch was, ne? Weil ihr seht, der ist die ganze Zeit um die Platte drumherum. So, wenn jetzt hier rumläuft, das Problem ist, wir haben nicht einmal eine Kameraeinstellung, die uns Überblick verschafft. Außer die hier so halbwegs. So, der erste hat gesessen, okay. Vielleicht ist das doch eine Strategie, weil das letzte bin ich einfach reingesprungen. Okay, wir müssen hier, glaube ich, mal rumlaufen. Dann triggert den das irgendwie, ne? Weil du Scheißvieh. Naja. Nee, das war ein Schuss in den Ofen. So, der hat auch gesessen. Komm her, du Drecksäumel. Komm her. Komm her, ich seh dich. Weil der kommt, so wie ich sehe, nicht an Land. Gefühlt geht der eher vor uns stritzen, als wir von dem. Okay, also irgendwie, warum habe ich den jetzt nur einmal getroffen? Verdammt, ich noch eins. Da ist er mal schön stehen geblieben. Wir nehmen jetzt mal die Pistole. Vielleicht macht die ja doch etwas besseren Schaden. Weil wir damit genauer zielen können. Müssen wir mal ausprobieren. Also irgendwie nö. Nee, also irgendwie, das bringt mit der Pistole schon mal nichts, weil ich da irgendwie ins Nichts schieße. Ach, das sagt ihr alles. Shit. Ja, irgendwie unspektakulär, ich weiß. So. Aber das Problem ist, sobald wir hier reingehen... So, der hat gesessen. Der hat auch gesessen. So, zwei Schüsse haben auf jeden Fall schon mal gesessen. Aber sobald wir reingehen, haut der uns so eine rein, das hält der Chris zwei, dreimal aus und dann ist der weg vom Fenster. Das ist das Problem. Und ich war auch nie so schnell, dass ich die Platte hätte einfach aufnehmen können und dann raus. Dieses Vieh ist dann doch... schneller. Und so ein richtiges Angriffsmuster von dem habe ich auch noch nicht gesehen. Also irgendwie... Und ihr seht, er hält sich immer so schön von uns fern. Ich hoffe, dass er vielleicht doch mal hier vorbeikommt, aber der ist immer auf der anderen Seite. Okay, da. Aber der hält sich einfach zu weit fern von uns. So, das heißt, wir müssen hier immer wieder im Kreis laufen und versuchen, den irgendwo mal zu erwischen. So wie hier. So, dreimal getroffen.
Dann kostet das halt etwas Zeit. Ich will hoffen, ihr habt Zeit, wie ihr besser als die andauern zu sterben, weil da, ich sag ja, das war eine halbe Stunde. Okay, der ist ja tot. Ja, schön, dass die Musik auch sofort ausgeht. Also das kenne ich aus alten Teilen auch eigentlich nur, dass wenn die Musik ausgeht, der Gegner ist. So, hier ging jetzt gerade die Musik noch gefühlt 5 Stunden weiter. Wir haben den erlegt. Sehr schön. Check. Weil das letzte bin ich hier rein und dann gibt er hier sofort Stromstöße ab. Du hast nur Zeit, hier direkt wieder rauszugehen. Stromstoß. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht dann braucht er irgendwie nochmal Zeit, um aufzuladen. Habe mich wieder rumgedreht, rein, bin zu dem Ding und da habe ich schon den ersten Stromstoß gekriegt. Dann habe ich mich gebückt, weil der Chris natürlich eine träge Nudel ist, hat er noch eine gekriegt. Und dann kurz bevor ich das aufnehmen wollte oder konnte, so. Und dann hat er mir den letzten Stromstoß gegeben und dann war ich tot. So. War der letzte Kampf. Und das wollte ich euch ersparen. Ich sage, er war eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde munteres Sterben. Aber gut, dass die Strategie ja einigermaßen hingehauen hat. Es hat zwar etwas an Munition gekostet. Ich denke mal, das hätte man auch etwas ressourcensparender hinkriegen können. Aber wir haben jetzt hier endlich unser Adlerschild. Nur das Problem ist, wir müssen den ganzen ollen Kladderadatschweg wieder zurück. Das heißt, an den Spinnen vorbei. Och, da freue ich mich schon. Och ja, die Spinnen, die sind ja so toll. Aber da haben wir auch Zeit, die das war ja Granaten und das Heilkraut mitzunehmen. Weil Spinnen kämpfen, keine gute Idee. Schrotgewehr ist nicht effektiv genug. So, und die keilen einen natürlich dann immer so schön fest. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach nur das Heilkraut mit und pfeifen auf die Granaten. Wir haben eh keinen Granatwerfer und ich glaube auch nicht, dass wir den noch irgendwann kriegen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Also wenn, falls man doch kriegen sollten, so. Okay, wir haben das Emblem. Das mussten wir, wo mussten wir das denn nochmal einsetzen? Boah, das war jetzt eine gute Frage, ne? Ach ja, unten vor der Tür. Ja, 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 wir wollen ja Jet hier, bla, hast nicht gesehen. Genau, haben wir ja eigentlich jetzt alles erledigt, oder? Da könnten wir ja mal verduften. Kriegen wir das wirklich hin, hier zu verduften? Also auf dem Weg sind jetzt hier hundertprozentig zig Trilliarden Hunter 2.0 Arschgeigen. Pass auf, da geht jetzt gleich hier mal richtig schön die Luzi ab. Die Frage ist nur, wie kommen wir nochmal zu diesem... Oh, wie war das nochmal? Ach, wir hatten doch noch hinten, den hatten wir auch noch, oder nicht? Den einen Bereich hier, das Labor, da braucht man doch auch noch einen Schlüssel, oder war da nicht was? Aber ich glaube, den schenken wir uns, aber wir müssen jetzt hier, glaube ich, den kompletten Weg zurück mit der Plattform-Drehscheibe wieder... Ja, 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 ja. Okay. So, wir sind jetzt hier oben. Eigentlich würde ich ja gerne abspeichern. Das heißt, wir sollten dann zu einer Schreibmaschine. Hier ist aber nichts. Schön. Also wir haben hier eine Schreibmaschine, aber wir haben keine Farbbänder mehr. Da freue ich mich schon drauf, weil... Ja, egal. Müssen wir jetzt machen. Also wenn wir jetzt verrecken sollten, dann tut's mir leid. Ich hoffe ja nicht. Ich will hoffen, dass das Spiel nicht so arschgesichtig ist. In dem Bereich, wo du nicht wirklich groß speichern kannst. Moment, wie war das denn? Warte mal. Wir gehen nochmal raus. Ich muss doch jetzt hier auf der Etage bleiben, oder nicht? Wieso fahr ich denn jetzt mit dem Aufzug? Oder muss ich jetzt hier irgendwie... Oh, Orientierung gerade null. Nee, geht ja gar nicht hier. Wir mussten eine Etage tiefer oder geht höher? Höher geht da lang. Könnten wir da lang? Nein. Ja, 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 ja. Warte mal. Ne, wir müssen jetzt nicht einmal durchs komplette Haus. Wir können jetzt mit dem Aufzug hochfahren. Und dann haben wir ja diese Hebebühne. Mit der müssten wir eigentlich theoretisch runterfahren können. Und dann wären wir ja eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Wenn ich mich richtig entsinne.
Aber wenn wir jetzt noch durchs ganze Haus halten müssen, ich weiß, wir hatten hinten noch diesen Laborraum gehabt, da war noch irgendwas, was wir hätten aufschließen können. Aber ob wir das mit dem Dietrich hätten machen können, Moment, das wäre ja auch die Idee, ne? Ich meine, wenn du das Spiel schon mal gespielt hast, dann weißt du ja, was passiert. Dann weißt du, dass du mit Claire ein paar Sachen ablegen kannst. Hätten wir, wenn wir den Dietrich abgelegt hätten, den auch mit Chris verwenden können, weil dann würden wir natürlich einige Schlösser aufmachen können, die wir hier zu hatten. Also wenn ihr es wissen solltet, mal in die Kommentare, das ist ja nicht wirklich ein Spoilern. Nur, ich möchte das Spiel ja nochmal spielen. Und nur für diesen Durchgang, dass ich da Bescheid weiß. Also wenn ihr es wissen solltet, mal netterweise in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. So. Jetzt wollen wir doch... Wo wollen wir denn hin? Das war wo denn nochmal? Okay, durch die Tür, genau. Und da müsste ja die Hebebühne sein, die uns dann runterfährt. So, hier ist die Hebebühne. Runterfahren, richtig, oh, sehr schön. Ich habe jetzt gedacht, die macht das nicht. So, dann können wir hier nämlich runter. So, jetzt überlege ich gerade. Wir hatten ja hier auch noch den Aufzug, der uns irgendwo hingefahren hat. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich meine, den gibt es ja hier auch noch, ne? Diesen hier. Ach ja, das war... Och, ja, stimmt, das war der Anfangsbereich mit dem Wurm, wo wir, wenn wir das Feuerzeug gehabt hätten, ja diese Fackel hätten wahrscheinlich öffnen können, ne? Richtig. Das heißt, wenn es mit Claire zu Ende geht, also theoretisch müssten man, wenn wir die Sachen ins Inventar legen können, auch mit Chris nutzen können, weil wir haben mit Chris kein Dietrich und kein Feuerzeug gefunden. Und hundertprozentig hätten wir uns hier ein paar Sachen leichter machen können. Also für den zweiten Durchgang. Aber nochmal, wenn ihr es genau wissen solltet, mal in die Kommentare. Aber für den zweiten Durchgang halte ich das mal im Hinterkopf. Warum hier noch Zombies stöhnen, weiß ich zwar auch nicht, aber egal. So, jetzt geht's hier mit dem Fahrstühlchen runter. Genau. Wir wissen, dass wir auf dem Gang Spinnen haben. Da laufen wir mal gekonnt dran vorbei. So, laufen in den Gang rein. Oh, also hier in den Raum. Oh, schön. Haben wir hingekriegt. Wir sind nicht gestorben. Das hat geklappt. Freue ich mich. Freue ich mich jetzt gerade wirklich. Weil ich habe jetzt so viel Bammel gehabt, dass das jetzt auch wieder in die Hose geht. Ach, welch schöne Melodie. Okay, jetzt mag ich die auch. Sturmgewehr. Wo wir das hätten finden können, ich weiß nicht. Oder finden wir das noch? Ich habe gefühlt, hier sind so die Hälfte liegen lassen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht jucken. Wir wollen das Spiel durchspielen. Wir spielen hier nicht für die Galerie. Wir haben hier noch das Schubladenrätsel, ne? Das könnten wir uns eigentlich gleich auch nochmal dran setzen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Insel verlassen. Dass wir da mal Richtung Claire auf die in die Antarktis kommen. So, aber nochmal, das ist alles Zukunftsmusik, das machen wir in der nächsten Folge. Ich will hoffen, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte auf jeden Fall, ja, einen zweifelhaften Spaß. Ihr wisst, ich mag die Hunter nicht und dass es da noch so eine Upgrade-Version von denen gibt, die einen vergiften können, ist ja der echte Hammer. Und vor allen Dingen, die normalen Schläge machen schon mega Damage. Also, ja, läuft mit den Huntern. Ich bin gespannt, ob die uns hier folgen werden, ob die auch in der Antarktis jetzt rumkreuschen und fleuschen, werden wir herausfinden. Und ihr werdet es herausfinden, wenn ihr einschalten würdet. Dingen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!